Hallo Rasenfreaks! Ja, ich habe mich entschieden, doch ein leichtes Topdressing durchzuführen. Ich werde endlich diesen Sandberg da unten wegkriegen. Das ist nicht so ganz viel Sand. Ich muss ein bisschen Platz haben. Wir haben schon überlegt, ob man Pizza durchlaufen lassen kann. Aber nur wenn du das bist. Freaks, mein Nachbar will jetzt Flitzer durchs Bild. Ja, Freaks, wir müssen jetzt diesen Sand hier wegschaffen. Was ist das für ein Sand? Ist schon ein relativ feiner Sand. Ist leider nicht getrocknet. Das ist natürlich perfekt, wenn der Sand getrocknet ist. Der ist jetzt nicht getrocknet. Aber funktioniert ziemlich gut, das Zeug. Yeah! Machine! Man and Machine! So. Den Hütchen decke ich jetzt meine Rasensprenger ab, damit die nicht so mit Sand zugeschüttet werden. Oh, das Wetter ist der Hammer. Der Mega-Hammer. Nee, ein bisschen mehr in die Mitte noch. Da, gut. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, Freaks, was kann man für Sand nehmen? Also man kann Spielsand nehmen, Quarzsand ist fantastisch. Man kann aus der Sandkuhle sich Sand liefern lassen. Kleine Steine, maximal 2 mm, ist ganz wichtig. Möglichst geringen Lehmanteil, möglichst trocken. Das sind so die wichtigsten Sachen. Ich werde diesmal nicht so viel drauf machen. Nur so ein leichtes Oberflächentopdressing, so ein bisschen die Unebenheiten ausgleichen. Yo! Nicht zu dick, nicht zu dick. Letztes Mal, könnt ihr das Video euch nochmal angucken, schon 2 Jahre her, da habe ich viel zu viel Sand genommen. Da habe ich ewig gebraucht, um den Sand einzubürsten. Meine Frau sagt, der Bollerwagen geht in den Rücken, weil sie mit einer Hand ziehen muss. Jetzt nimmt sie wieder die Schubkarre. Ja, Freaks, die Bedingungen sind perfekt. Ich habe eine Grashöhe von ungefähr 3 cm. Das Gras ist schon wunderbar dicht. Ich habe vor 2 Wochen gedüngt. Das Gras hat jetzt richtig Power, es wächst richtig schnell. Jetzt wird der Sand hier schön reingebürstet gleich. Und zwar so reingebürstet, dass er wirklich nicht mehr zu sehen ist, dass vor allen Dingen auf das Gras wieder durchkommt. Man darf das Gras mit dem Sand nicht zerdrücken oder nicht zudecken, dann ist das Gras tot. Also das Gras muss noch sichtbar sein. Und dann hoffe ich mal, dass es so eine ganz glatte Fläche gibt. Wir holen gleich den Besenwagen raus und dann fahre ich das erste Mal mit dem Besenwagen rüber. Okay. Bin dabei. Oh, hier so längs jetzt. Achso, hier wollte ich. Ohne das Loch voll zu füllen.
Oh, die Sonne ist gerade untergegangen. Ich bin fix und alle. Ja, wir haben jetzt 3 Stunden den Sand hier raufgebracht. Es ist leider nur die vordere Fläche hier geworden. Mehr hatte ich nicht. Hier haben wir es schön eingebürstet mit unserem John Deere. Das hat gut funktioniert. Ich hoffe, es ist auch richtig eben geworden. Jetzt müssen wir mindestens 2 Wochen warten, bis wir wieder mit dem Spindelmäher mähen können, weil der Sand macht sofort die Spindeln kaputt. Also nehmen wir den Sichelmäher. Ja, dann hoffen wir mal, dass das bald wieder richtig schön hier aussieht. Also Sand sieht erstmal furchtbar aus, aber dann nach 2 Wochen ist hoffentlich alles wieder gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.